Nachspielzeit. Das Martha Argerich Festival in der Leishalle in Hamburg. Die Nachlese mit Holger Wiemhoff. Und damit willkommen zur vorletzten Podcast-Ausgabe unserer Nachspielzeit. Die Deutschen werden auf jeden Fall bei dieser EM nicht mehr nachspielen, wohl aber, und das ist für unsere Belange zumindest das Wichtigere, Martha Argerich. Denn einen weiteren Abend im Rahmen ihres Festivals in der Leishalle in Hamburg in der Ausgabe 2021 wird es heute noch geben, sogar ein Doppelkonzert. Aber wir wollen jetzt in dieser Ausgabe auf den vorletzten Abend, den gestrigen Abend, zurückblicken. Ein sehr beeindruckender Abend mit unglaublichen Solisten und Solistinnen wieder auf der Bühne. Allen voran dazu nennen der großartige Pianist Nelson Görner, der unter anderem neben Mozart eine sehr beeindruckende Auswahl der spanischen Klavierbibel überhaupt spielte, Iberia von Isaac Albeniz. Auf jeden Fall nochmal gut zu den hamburgischen Temperaturen in der vergangenen Nacht und am vergangenen Abend. Danach setzt er sich nochmal ins Klavier, um mit der großartigen Akiko Suwanai Mozart und die B-Dur-Violinsonate zu spielen. Und dann kam es in der Tat zu einem Moment, mit dem wohl niemand gerechnet hatte. Denn im Vorfeld gab es doch auch etwas Unruhe, dass es der einzige Konzertabend war, an dem Martha Argerich eben nicht gespielt hatte. Sie hatte vorher angekündigt und darum gebeten, sich eine kleine Auszeit zu nehmen vor diesem heutigen letzten sehr, sehr anstrengenden Doppelabend für sie, wo sie ja noch eine Premiere sozusagen auch noch solo auf der Bühne spielen wird. Sie saß aber sehr wohl im Publikum und hat sehr andächtig, streckenweise auch angespannt, neugierig und immer konzentriert jeder einzelnen Note ihrer vielen Freundinnen und Freunde da auf der Bühne gelauscht. Jetzt gab es einen Einspringer für Martha Argerich am Klavier, der den Weltklasse-Bariton Michael Volle bei den Liedern und Tänzen des Todes von Modest Mussorgsky begleitet hat. Ein außergewöhnlicher Liederzyklus, ein sehr eindrucksvolles Stück und unheimlich auf der anderen Seite auch. Wenn der Tod hier die Bühne betritt, in vielerlei Gestalt, läuft es einem wirklich kalt den Rücken hinunter. Und das konnten Michael Volle und am Klavier Daniel Gerzenberg aufs Nachdrücklichste darstellen. Vorstellen, dass auch Sie jetzt beim Nachhören auch hier bei diesem kleinen Ausschnitt nur eine kleine Gänsehaut beschleicht. Und so war es tatsächlich auch. Das war ein Weltklasse-Moment innerhalb dieses Festivals, innerhalb des Martha Argerich Festivals. Und man konnte im Publikum die berühmte Stecknadel 20 Minuten lang fallen hören. Am Ende frenetischer Applaus für Michael Volle und den jungen Einspringer, der diesen Zyklus frisch einstudiert hatte, innerhalb von einer Nacht als Einspringer für Martha Argerich, für den großartigen Daniel Gerzenberg. Er und sein Bruder sind ja mehrfach in diesem Festival aufgetreten und beide haben mir bestätigt, da ja russische Wurzeln, dass sie nie einen Deutschen gehört hätten, der so perfekt die russische Sprache rüberbringt, obwohl nicht heimatsprachlich wie Michael Volle. Dementsprechend begeistert
das Publikum? Nach dem vorletzten Konzert oder nach dem vorletzten Konzertabend im Rahmen des Martha-Argerich-Festivals hier in Hamburg bin ich wieder hier im Publikum und ich darf Sie stören? Ja, gerne doch. Wunderbar. Sind Sie das erste Mal da? Nee. In diesen Tagen? In diesen Tagen, jetzt zum Martha-Argerich-Festival, bin ich das erste Mal da. Von wo angereist? Aus Berlin. Das ist nicht so weit, aber dann auf jeden Fall muss ein gewisses Fanpotenzial da sein. Ja, es ist die beste Pianistin der Welt. Also, und Pianistin mit Sternchen. Das heißt, ich glaube, sie ist die beste Person, die auf der Welt Klavier spielen kann. Das ist wirklich sehr schön gesagt. Obwohl sie heute Abend eben nicht gespielt hat. Das stimmt. Darüber war ich aber gar nicht traurig, weil ich, soweit ich das verstanden habe, es ja ein Geburtstagsfestival ist und sie ist ja 80 geworden und insofern, soweit es ja auch der Intendant Daniel Kühne gesagt hat, ist es ja von Freunden für Freunde und somit hat er uns quasi ja eingeladen, uns als Freunde von Martha Argerich zu fühlen und das hat mich natürlich gefreut. Zumal sie ja tatsächlich während des gesamten Konzertes im Publikum saß, sie hat sich einfach nur eine kleine Auszeit erbeten, was ich glaube wir beide, wenn ich das richtig verstehe, auch durchaus nicht nur ernst nehmen, sondern auch verstehen können. Nach so einer Konzertmenge, die man hier zu absolvieren hat. Absolut. Ich glaube, das ist ja nicht nur ein Marathon, sondern ich glaube, so ein Konzert, und von denen sie ja so viele hintereinander schon gemacht hat, in den letzten Tagen ist jedes Konzert, glaube ich, ein Marathon. Und ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, wie anstrengend das ist. Ich bin auch noch nie einen Marathon gelaufen. Und insofern fand ich ihre Anwesenheit, ihre Präsenz heute und vor allen Dingen in Anerkennung der Künstlerin, die dann gespielt hat. Absolut. Haben. Also ganz, ganz toll. Es war wie immer an diesen Festivalabenden, so unterschiedlich die Künstlerinnen und Künstler auch sind, genauso unterschiedlich ist das Programm. Gab es ein Highlight heute Abend für Sie? Na, ich finde ja den Mussorgsky eigentlich, also gerade auch mit dem Herrn Volle, der für mich war eines der Bariton-Größen der Welt ist. Also schöner kann man sich's gar nicht wünschen. Und er hat eine Energie abgeliefert, die man sich gar nicht schöner vorstellen kann. Und schön ist da echt der zu kurz gegriffene Begriff. Ich würde sagen, es hat mir die Adern gefüllt. Ne? Mhm. Also Volle füllt die Adern. So. Absolut. Man muss fairerweise sagen, wenn ich mich da jetzt mal völlig parteiisch einmischen darf, für Martha ist ja Daniel Gerzenberg eingesprungen. Sehr kurzfristig. Er hat die ganze Nacht wirklich in diesem Zyklus geübt und gearbeitet, mit Michael Volle heute noch Proben gemacht. So eine Duo-Leistung dann ja abzuliefern in dem Moment, das spricht schon von hoher Kunst und Größe. Ja, und ich fand das auch ganz großartig, dass er nicht versucht hat, irgendwie Martha Argerich dazu nachzuahmen oder irgendwas derartiges, weil das wäre, glaube ich, falsch, das wäre schlecht gelaufen. Ja. Insofern war in einer Energieform dabei, die ich mir gar nicht vorstellen kann, vor allen Dingen im Wissen darum, dass sie in seinem Rücken sitzt und ihn beobachtet, nicht wahr? Insofern hat er auch gestischen Ausdruck geliefert, der mir ganz lieb war natürlich und der wirklich, ich habe es vorhin schon irgendwie so für mich selbst formuliert und dachte so, er hat die Maschine wirklich bezwungen und ich glaube, das habe ich auch an ihrem Applaus dann gesehen. Ich sah es tatsächlich genau so, dass ich das auch alles sehen konnte, habe sie ganz scharf beobachtet, war natürlich glücklich, dass ich sie die ganze Zeit gesehen habe und sie war begeistert und ich war noch viel mehr begeistert, weil er wirklich auch natürlich einen ganz anderen Stil spielt als sie und trotzdem hat dieses Duo da wahnsinnig gut funktioniert. Gesucht, gefunden. Ja. Ja, hatte ich auch den Eindruck, absolut, wirklich, ja. Und das hat man dann auch bei der Umarmung dann am Ende gesehen, also wie die sich in einer Form zumindest auf jeden Fall rhythmisch geliebt haben, das war schon toll. Also ja, und das zeigt auch wieder Michael Volles Größe, dass er einfach den Pianisten nach vorne immer wieder gestellt hat. Einfach der Weltstar, ein ganz junger Musiker, der auch natürlich wirklich unglaubliche Erfolge schon hatte, aber den einfach so nach vorne zu stellen, dass auch das zeigt eine Größe. Absolut, ja. Also sie waren sich nicht neidisch gegeneinander oder irgendwas derartiges, sondern sie waren sich wirklich, sie haben sich gegenseitig Flügel gegeben. Ja. Und das finde ich schon beeindruckend. Und da kann man ja wirklich sowohl dem ganzen Haus als auch allen Beteiligten einfach dankbar sein, dass sie sowas in Hamburg dann möglich machen und so kurz nachdem es gerade erstmal wieder möglich geworden ist, überhaupt sozusagen präsent
irgendwas zu veranstalten, und das ist dann noch die schönste Präsenz, die man sich vorstellen kann. Ich habe es auch die letzten Tage fast als eine Art Überreiz empfunden. Ich musste mich erstmal wieder eingrooven in dieses wundervolle Geschehen. Aber es ist besser als umgekehrt, selbstverständlich wieder auszurufen. Das stimmt, ja. Und bisher kann ich auch nochmal sagen, also es ist wirklich so, dass meine Adern sich noch nicht beruhigt haben. Gut, meine nämlich auch nicht. Dann sind wir uns darüber einig. Wir sind uns auch darüber einig, dass wir beiden wahrscheinlich nie in unserem Leben Marathon laufen werden. Ja, da kann ich zustimmen. Sehr sympathisch. Letzte Frage. Morgen ist der letzte Abend. Werden Sie nochmal da sein? Also bei dem ganz letzten Konzert um 20.30 Uhr zu der Welturaufführung. Ja. Agrit spielt Tschaikowski auf jeden Fall. Ja. Wie schön. Ja. Dann rechnen Sie wieder mit mir und mein Mikrofon. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Modest Mussorgski, Lieder und Tänze des Todes. Gestern Abend das große Highlight im Rahmen des vorletzten Abends des Martha Argerich Festivals mit Daniel Gerzenberg am Klavier als Einspringer und Weltklasse-Bariton Michael Volle, der direkt nach dem Konzert Richtung Bayreuth aufbrechen musste, um dort heute seine Proben für die Meistersinger zu absolvieren. Aber ich wollte auf keinen Fall, dass Michael Volle vom Festival wieder verschwindet, ohne dass wir zusammen zumindest einige Minuten gesprochen haben. Und das haben wir nicht nach dem Konzert, wie sonst immer, sondern vor dem Konzert. Und zwar in seiner Garderobe. Und das Spannende, nebenbei lief das, heute kann man sagen, traurige Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Engländer, und verzeihen Sie uns, wenn in diesen 10 Minuten das ein oder andere dann doch etwas emotional neben der Musik kommentiert wird. Ich bin hier interessanterweise Michael Volle, heißt unser Podcast Nachspielzeit. Warum lachen wir? Weil wir in der Vorspielzeit sind, also in der Hauptspielzeit gerade. Ich habe das Glück, heute Abend am Schluss dran zu sein, sodass ich bin kein Enthusiast, was Sachen Fußball angeht, aber im Moment läuft England-Deutschland und es steht 0-0 in der 74. Minute und so die gewisse Spannung ist da. Und genau. Natürlich Herr Wemhoff gar nicht, aber ich. Das stimmt überhaupt nicht. Nein, ich habe zu Hause tatsächlich noch die erste Halbzeit gesehen. Ach so. Und ich habe auch gesehen, dass es relativ ausgeglichen ist. Aber es ist jetzt gut so, dass vielleicht bleibt es so, mal gucken, vielleicht geht's in die Verlängerung. Du bist heute zum Schluss dran. Das Problem ist, dass wir vor deinem Auftritt hier sitzen, ist eine Ausnahme, aber du musst relativ schnell heute nach dem Konzert wieder weg. Gott, nachdem du mir so vorgeschwärmt hast vom 23. Stock, fällt es mir umso schwerer. Aber Bayreuth ruft. Ich muss morgen um 14 Uhr proben, aber, ja, wie soll ich das geschmackvoll sagen, das Gesundheitsamt Bayreuth akzeptiert keine PCR-Tests von außerhalb. Ich habe hier einen heute gemacht, aber ich muss jetzt um 10 in Bayreuth sein, damit ich um 14 Uhr proben kann. Um diesen PCR-Test vorher zu machen. Ja, also es ist wie krass. Deshalb kann ich heute Abend nach unserem wunderbaren Konzert nicht hier feiern. Ich muss unseren Hörerinnen und Hörern kurz sagen, was der 23. Stock ist. Es gibt nach jedem Konzert einen Empfang und der ist relativ schräg gegenüber von der Leishalle in einem der höchsten Häuser Hamburgs. Und oben auf der Spitze ist ein 360-Panorama-Empfangssaal sozusagen. Ja, das verpasst der Herr Volle. Na gut, aber es geht ja eigentlich um die Kunst und nicht um Fußball und nicht um den Ausblick. Ja. Man merkt, du bist wieder voll im Geschäft. Du bist gerade aus Berlin gekommen. Du hattest dort La Fanciulla del West mit Papano. Tolle Vorstellung, tolle Kritiken. Und hast in der letzten Vorstellung einen Stiefel in die Rippe bekommen. In dieser Western-Inszenierung, dieser Stunt-Inszenierung. Oh, es ging 100-mal gut und jetzt ging es einmal schief. Das ist blöd, weil eine Rippenprellung ist generell blöd. Aber fürs Singen auch, fürs Luftholen, fürs Hinstehen. Und klar. Gut, wird schon irgendwie gehen. Wird schon gehen. Auf jeden Fall ist dir das Publikum hier und die Hansestadt sehr dankbar, wie auch ich, dass du diesen kurzen Termin zwischengeschoben hast. Es ist deswegen natürlich auch ein besonderer Abend im Festival, weil es ist der einzige Abend, wo Martha nun nicht auftritt, wie sie gestern Abend beschlossen hat. Andererseits, ich verfolge das ja nun wirklich seit anderthalb Wochen. Sie hat jeden Abend hier auf der Bühne, jeden Tag anderes Repertoire, jeden Tag andere Künstlerinnen und Künstler. Und ihr werdet ja dieses Jahr nochmal die Gelegenheit haben, das zu machen. Das hoffe ich sehr. Ja. Ich hatte ja schon die große, wirklich unglaublich aufregende Freude, letztes Jahr 2 der 4 Lieder mit ihr zu machen. Und
komme jetzt, und es tut mir sehr leid und ich wünsche von Herzen alles Gute. Ich hoffe natürlich, dass wir uns beim Lausitz-Festival sehen mit allen vier Liedern. Ich habe das ganz große Glück, einen unglaublich guten neuen Kollegen kennengelernt zu haben, Daniel Gerzenberg, der eingesprungen ist und jetzt innerhalb von 5 Tagen, vielmehr die letzten beiden Lieder, nachdem Marta Argerich gesagt hat, heute über Nacht zu lernen, und das ist nicht gerade leicht, leichtes Repertoire, unglaublich. Mhm. Vor allem seine pianistischen Fähigkeiten sowieso, aber jetzt auch dieses Wunder des Verständnisses, gemeinsam Musik zu machen. Wir haben uns getroffen das erste Mal in unserem Leben und haben relativ wenig arbeiten müssen zusammen, weil man einfach gleich tickt, gleich schwingt, und das ist eine unglaubliche Freude. Ich hatte euch beide gut aufeinander vorbereitet. Ja. Stimmt ja. Absolut, ja. Absolut. So easy und so, und das tut wahnsinnig gut. Das Positive ist bei ihm natürlich auch noch, er war Gott sei Dank hier, weil er hier auch Konzerte gespielt hat, und er ist Liedbegleiter durch und durch, seit so vielen Jahren. Unglaublich. Und das ist natürlich bei den Mussorgsky, ich muss gestehen, ich spreche kein Russisch. Ich kann es aussprechen, aber bin natürlich lange nicht so firm wie er, der das mit der Muttermilch eingesogen so hat. So ist es. Und, aber es geht auch um musikalische Sachen, und er hat völlig neue Aspekte mir aufgezeigt. Auch er hat Tradition zitiert. Ich kam von anderen Aufnahmen. Das letzte Mal habe ich es Anfang Dezember mit Valerie Gergiev und den Münchner Philharmonikern in der Orchesterfassung gemacht und habe da das natürlich weiter mitgenommen. Wie steht's? Jetzt gerade im Moment klappt es 1-1. Für? 1-1. Ach, 1-1. Ja, England führt hier 1-0 und jetzt ist, glaube ich, 1-1. Ach, guck. Ja, dann sind wir doch entspannt gerade wieder, oder? Wir müssen weiterreden. Ja, aber das gehört ja auch da. Genau, wir reden, natürlich reden wir weiter. 1-1 ist immer gut. Hatte ich gedacht. Ja. Ich weiß es nicht. Ist ja wurscht. Es geht um die Kunst. Nee, steht 1-0 immer noch. Ah, okay. Furchtbar. Scheiße. Entschuldigung. Genau. Er hat ja Lilia Silberstein als Mama. Ja. Dadurch, dass eben Russische, das heißt, er ist ja also doppelt gut zur Seite, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und das ist wirklich, das ist ganz spezielle Musik, diese Mussorgsky. Ja. Das erfordert ein ganz großes Vermögen an Vorstellungskraft und natürlich dementsprechend pianistische Umsetzung. Und das ist ganz toll. Ganz toll, wie er sich in die Lieder reinversetzt und wir das dann zusammen machen. Das ist, und dieses Befruchtende gegenseitig, das ist einfach. Das ist Musik. Schön. Manchmal ist so ein Zufall, wenn man sich so zufällig künstlerisch trifft, ja auch vielleicht für die Zukunft manchmal ein guter Aspekt, um zu gucken, ob man vielleicht nochmal zusammenarbeiten kann. Ja. Das hoffe ich schon. Das glaube ich schon. Also ich will weiterhin Lieder machen. Ob ich dazukomme, hoffe ich doch. Und zu wissen, dass da jemand ist, zumal er in Berlin lebt, ist perfekt. Irgendwann bist du in einem Alter, wo du nur noch Falstaff und diese ganzen Kugeln, dann darfst du auch Lieder singen, mein Lieber. Mal gucken. Ja, Hauptsache, ich höre rechtzeitig auf. Das denke ich immer wieder, weil ich kann das überhaupt nicht vorstellen. Und ich fühle mich auch jung, aber ich werde sehr aufmerksam sein, weil die Leute sollen, wenn, dann sagen, schade, dass du aufhörst. Und nicht, gut, jetzt ist gut. Wir werden keine Beispiele jetzt nennen. Nein und auch nicht darüber diskutieren. Finde ich super, diese Einstellung. Hast du, ich habe gerade so rausgehört, du hast Marta noch gar nicht gesehen. Nein, leider. Okay. Zumal Toni Papano mir herzliche Grüße aufgetragen hat. Sie haben neulich in Rom, glaube ich, Karneval der Tiere gemacht. Mhm. Und ich hätte sie schon sagen gesehen, weil wenn ich immer Aufnahmen höre und sehe von ihr und mich daran erinnere, wie das letztes Jahr war, oh mein lieber Mann, was für ein großer... Eine große Künstlerin, unfassbar. Ich bin fest davon überzeugt, weil wir uns vor deinem Konzert befinden, vor deinem Auftritt, dass du sie noch sehen wirst. Das hoffe ich. Ja, ich glaube nicht, dass sie, in der Regel ist es so, dass auch wenn die Kolleginnen und Kollegen auftreten und sie nicht selber auf der Bühne ist, weil hier nebenan sind ja mehrere Screens, und sie guckt sich das eigentlich alles an. Und ich schätze schon, dass sie auf jeden Fall sich nicht nehmen lassen wird. Das wäre schön, weil das ist einfach... Ich sauge solche Momente auf, mit so jemand die Luft zu teilen. Hast du mitbekommen, am morgigen letzten Abend wird sie das erste Mal seit ewigen Zeiten wieder ganz allein auf der Bühne spielen? Weil sie hat sich ja entschieden vor einigen Jahren, wenn sie auf der Bühne ist, ja, aber nur noch mit Orchester, Dirigent oder mit Partnern. Also Solo zu spielen macht sie seit Ewigkeiten nicht mehr. Und sie macht das wirklich für die Stadt, für den Intendanten, für die Leishalle, für das Festival hat sie morgen. Und dann noch ein Stück, was sie noch nie gespielt hat. Nein! Ja.
Was spielt sie? Tschaikowskis Jahreszeiten, Dreiviertelstunde, ist ein ganzer Zyklus. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum sie heute einmal kurz rausgezogen hat. Das verstehe ich vollkommen. Ja. Ich meine, sie wirkt so jung und zeitlos, aber ja, sie muss auch an ihre Kräfte denken, Gottes Willen. Ja. Das ist, und man will sie ja noch lange haben. Unbedingt. Und wie gesagt, ich glaube auch im Hinblick darauf, dass in der Lausitz ja Mussorgski wieder mit euch beiden geplant ist. Und das ist in wenigen Wochen. Ja. Ne? 9. September. Ja. Und das ist, da freue ich mich schon drauf. Ja. Ich drücke die Daumen, dass es ihr gut geht, dass sie sich erholen kann dann danach. Wenn sie mal die Füße einfach ausstrecken kann. Ich weiß nicht, ob sie das kann. Manchmal. Selten, manchmal, genau. Sehr schön. Michi, du wirst dich jetzt gleich umziehen, mein Lieber. Ich finde das wunderbar, dass wir vor dem Konzert jetzt die Gelegenheit hatten, weil wir haben tatsächlich überlegt, wie wir das später hinkriegen, weil es war mir wichtig, ausgerechnet mit dir in diesem Festival. Ich habe mit so vielen tollen Kolleginnen und Kollegen von dir gesprochen, aber wenn du kommst, dann müssen wir einfach zumindest kurz reden. Also bin ich sehr glücklich. Gut, das andere müssen wir nachholen, was uns entgangen ist. Im 23. Stock oder im 1. dieser Wurst. Ja, viel Gutes zu uns nehmen. Ja, ne? Das machen wir. Schön. Und das Foto machen wir dann, wenn wir durch sind. Wenn du durch bist, mein Lieber. Wenn ich durch bin. Ja. Wenn es gleich jemand im Publikum gibt, der Schilder hochhält, wo volle Forever draufsteht, dann bin ich das. Dass du Bescheid weißt. Vielen Dank. Der großartige Michael Volle. Ja, ich kann bestätigen, dass ich nicht der Einzige war, der am Ende des Mussorgski-Liederzyklus Schilder für Michael Volle hochgehalten hat. Mittlerweile schon wieder in Bayreuth. Und gut, dass er da war. Wie wir alle wissen, hat Deutschland dieses Spiel verloren, was wir dann zusammen in der Garderobe angeschaut hatten. Aber der größte Gewinn für die Hamburgerinnen und Hamburger eben gestern, dieser Weltklasse-Auftritt von Daniel Gerzenberg und Michael Volle im Rahmen des Martha Argerich Festivals. Heute dann also der definitiv leider letzte Abend für Martha mit einem Doppelkonzert um 18 Uhr mit Vivaldi, Debussy und am Schluss, da wird sie dann dabei sein, mit Bela Bartoks Sonate für zwei Klaviere und Schlagwerk. Und dann das große Finale heute um 20.30 Uhr nach Piazzolla wird sie eine Dreiviertelstunde solo die Bühne betreten und zum ersten Mal öffentlich Peter Tschaikowskis 12 Charakterstücke, den Klavierzyklus, die Jahreszeiten spielen. Was für ein Abschluss. Darüber wird morgen zu reden sein. Nachspielzeit. Das Martha Argerich Festival in der Leishalle in Hamburg. Die Nachlese mit Holger Wiemhoff.